Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder mal zurück zum neuen Part von Yoshi's Story. Ja, ich habe im letzten Part wieder ein Yoshi verloren, leider. Das ist jetzt schon der zweite, ne, eigentlich der vierte, den wir schon verloren hatten. Aber, naja, gut, hat alles nicht so funktioniert, wie ich eigentlich wollte. Und, ja, wir befinden uns gerade im Geisterschloss. Es sind nicht mehr viele Sachen, die fehlen. Es sind wirklich nur noch einige letzte, Dinger, die irgendwie nur noch fehlen. Aber erstmal muss ich mich kurz wieder heilen gehen. Weil wenn ich nicht geheilt bin, dann verlieren wir gleich den nächsten Yoshi. Das wäre sehr schlecht. Deswegen hole ich mir ganz kurz noch ein paar Sonnenblumen. Was von der Sonnenblume da hinten. Und ja, wir stehen kurz vor dem Ende von der Route 3. Also wir haben fast alles erledigt. Wieso hörst du mich hier? Ich esse hier. Warte mal. Ich gehe mal nicht da lang, weil da sind meine Hassgegner. Hier lang. Wer hätte denn ahnen können, dass auf einmal da meine Hassgegner kommen? Ach, die Nummer 2. Cool. Auch wieder verarscht wie der erste. So, ist das hier ein bisschen angenehmer? Noch bitte. Ja. Hier ist es wesentlich angenehmer. Oh, die ganzen Boost sind jetzt fies, weil ich einen gekillt habe. Aber es geht los, Leute. Wir sind bei Baby Bowser. Jawohl. Hallo, Baby Bowser. Na, du? Da bist du wieder, du gummelter Heini. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Marios Reitesel? Ich lach mich krumm. Ich hasse es, die Bonbons. Jawohl. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich will mal das so machen, dass ich ihn mal anders besiege, weil ich brauche das jetzt irgendwie hier 20 Minuten dran kriegen. Naja, haben wir da nicht gerade wirklich was hier von den ganzen Geistern. Man kann den auch anders besiegen, und zwar man muss einfach nur, ach man, sich von irgendwelchen Bomben zu treffen lassen. Nee, ich will nicht einfach mal die ganzen Spitzen da oben treffen. Weil das ist nämlich ein Cholera-Tod für ihn. Schön aufgespießt worden. So kann ich wenigstens ein bisschen Zeit gewinnen. Weil sonst ist es echt der kürzeste Part, den ich jemals in meinem Leben aufgenommen habe. Ups. Und das will ich. Yoshi, du sollst doch einfach nur das Ding nehmen, werfen, fertig. So, nochmal. Und auf. Weißt du, manche Früchte geben überhaupt nichts. Und manche Sachen sind überhaupt nicht irgendwie gut. Die sind immer ganz fies zu mir. So, nochmal, zack, wumm. Und das war's. Jo. Hier kommt mein Reim, der Yoshi, klein und dumm, fällt auf die dicke Nase, bumm. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Aber jetzt mach ich die Platt. Aua. Tschüss. Ja, ich esse dich auch auf. Dass der Happy Baum nicht mal irgendwelche neuen Sachen bringt. Aufpassen. Irgendwie sind, wenn ich den Apfel habe, alle anderen Früchte irgendwie voll schlecht. Welches Gefühl? Hier. Aufpassen. Das war's. Das war's, Baby Bowser. Du bist besiegt. So, damit haben wir Route 3 abgeschlossen. Yay! Oh, das ist wirklich hart genug für dieses Mal. Da hast du den doofen Baum. Ich hasse sowieso wieder Früchte. Und warum klaust du sie dann? Trottel. Ja, dieser Run lief diesmal leider nicht so gut. Wir haben wirklich leider ziemlich viele Yoshis verloren. Aber wir hatten ja einen dazu gewonnen. Trotzdem sehr traurig. 1909 Punkte. Das ist nicht gut diesmal. Das war ein sehr schlechter Run. 12.682. Mein Gott. Tja, ja, beim nächsten Mal sind wir besser auf jeden Fall. Aber was man auch sagen muss, nächstes Mal ist schon die letzte Runde von Yoshi's Story. Ja, dann haben wir 4 Runden gemacht. Alle 4 Kurse, da habe ich euch alle Kurse gezeigt. Und jetzt werden wir uns erstmal mit den Yoshis zusammen freuen, dass der Happy Baum wieder da ist. Und diesmal ist sogar einer mehr dabei.
Aber erstmal machen wir wieder unseren Namen hin. Vorher hießen wir die Spende. Dann haben wir Torti. Und wir nehmen ich jetzt. Ich finde den Namen Jack ziemlich cool. Deswegen nenne ich den mal Jack. Alle Leute, die Jack heißen, seid damit herzlich gegrüßt. Und damit erzählen wir dir die Geschichte, die wir dieses Mal erlebt haben. Leider war sie diesmal ein bisschen trauriger, denn wir haben viele Yoshis verloren, wie gesagt. Die gequält wurden von Baby Bowser. Es geht wieder los mit dem Auftakt. Gerade ausgeschlüpft stellten sich die Yoshis der Gefahr. Sie wollten das letzte Kapitel erreichen und den Happy Baum finden. Die Shy Guys konnten die Yoshis nicht daran hindern, zu ihnen kommen. Um den Weg abzukürzen, wählten die Yoshis den Glibber-Tunnel. Die Gegner im Tunnel waren alle glibberig und eklig schleimig. Die Dinos fürchteten sich, doch sie fanden einen Weg durch den Tunnel. In der Kälte froren die Yoshis unheimlich. Ohne ihren treuen Schnuffel hätten sie sich sicher verlaufen. Doch in den eisigen Kälten fanden sie einen neuen Yoshi, der auf jeden Fall sich ihm anschloss und sie wurden ihre Freunde. Apropos, dem fiesen Wolfen-Djinn stellten sich die Yoshi auch noch entgegen und sie besiegten ihn. Im tiefen Dschungel angekommen, lauerten die Gefahren hinter jedem Baum. Große Piranha-Pflanzen schnappten nach den wie verängstigten Dinos. Nur knapp konnten die Yoshis den wilden Pflanzen entkommen. Nachdem die Yoshis den Pflanzen entkommen konnten, liefen sie runter durch eine prächtige Landschaft und genossen dabei das schöne Wetter. Doch das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Die Limbo-Stangen-Guys forderten die gewandten Yoshis zum Tanz auf. Nach dem langen Tanzen erreichten die Yoshi endlich das letzte Kapitel und gelangten zu einem großen Schloss, das von Geistern bevölkert wurde. Nach einem turbulenten Kampf konnten die Yoshis den Shogun Bowser endgültig bezwingen. Von Bowsers Fluch befreit. Glückseligkeit erfüllte die Yoshis, denn der Happy Baum mit seinen Früchten war wieder da. Und ich sehe gerade, der Held, der weiße Yoshi fehlt gerade. Und nun leben alle wieder glücklich und froh. Leider ohne den weißen Yoshi. Bonus verschwunden. Tja, liebe Leute, das war's dann wieder. Wir haben es geschafft. Wir haben die dritte Route erledigt. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Naja, jetzt fehlt nur noch der vierte Weg, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Wie gesagt, es war wirklich nur ein sehr kurzer Part. Noch nicht mal, doch, es könnten 10 Minuten gewesen sein. Habe ich lange nicht mehr gemacht, 10 Minuten Parts. Nee.
Und ich bedanke mich ganz herzlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wo der vierte, der vierte Weg sozusagen geöffnet wird. Es wird ziemlich lustig werden. Ich hoffe, ich habe den weißen Yoshi noch, weil es wäre schade, wenn wir den jetzt nicht mehr hätten. Dann muss ich ihn nochmal irgendwie nochmal suchen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Yoshi's Story. Bleibt alle gesund und freut euch auf die nächste Gute-Nacht-Geschichte von Yoshi's Story. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Gute Nacht wünscht euch euer Spindem. Auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut, bis denn. Ciao, ciao.